ICE 632 München Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof und ICE 2682 München Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen Zug von Würzburg Hauptbahnhof nach Kassel-Wilhelmshöhen. Mit der BR 403 in der RBW-Lackierung, ein Zuggewicht von 846 Tonnen, 16 Wagen und ein Zuggewicht von 401 Meter. Wir starten in Würzburg Hauptbahnhof. Damit moin mit Danilo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns, die Jenkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück im Train Sim World 3. Ja, Freunde, wir werden heute nämlich mit dem ICE 3 fahren, also sprich mit der Baureihe 403. Und ihr seht es vielleicht anhand hier schon, dass wir in der RBW-Lackierung fahren. Und zwar kam am 21.03.2023 ja ein neues Lackierungs-Repaint, sage ich jetzt mal, von der Baureihe 103, von der Baureihe 403 und 401 raus, und zwar nämlich für die Baureihe 403, sprich dem ICE 3, einmal ja, die Lackierung der ja, Regenbogen Markierungsstreifen, was wir uns gleich genau so angucken, und für die Baureihe 401, sprich für den ICE 1, die Klimaschützer Lackierung. So, ich würde sagen, wir beginnen mal und schauen uns das alles hier mal uns gleich genauer an. Aber wir rüsten erstmal so einen Zug auf, machen die PZB-SIFA an, machen Richtungswender nach vorne. Türen können wir öffnen. Und zwar einmal auf die rechte Seite. Und ja, schauen wir uns das mal alles an hier. Und zwar rede ich von dieser Lackierung, die ja hier in Deutschland auch unter anderem unterwegs ist. Und ja, mit der fahren wir heute. Ja, was hat sich verändert am ICE? An der Steuerung, am Sound her nichts. Zumindest nichts, dass ich wüsste. Nämlich, es gibt jetzt einmal hier die komplett durchgezogene ja, Regenbogenlackierung, wo vorher dieser rote markante DB-Streifen drauf war. Ja, finde ich ganz cool. Kriegt ihr zu kaufen im Steam Shop, und zwar für 5,99 €. Dabei habt ihr dann nicht nur diese Lackierung, sondern auch für den ICE 1, der hier neben uns steht, die Lackierung der Klimaschützer, der hier heute leider Gottes hier bei diesem ICE-Typ nicht verfügbar ist, aber wir werden sicherlich noch einen ICE bestimmt sehen. So, wir haben dann auch bald Abfahrt, aber wir rüsten weiter unseren Zug auf. Wir machen den Hauptschalter nämlich erstmal auf Schließen, schalten uns dann erst einmal die AFB dazu, und zwar auf V-Soll-Freigabe. So, können dann die AFB ja schon mal dann auf 100 stellen. Und dann werden wir nämlich noch die Wagenbeleuchtung einschalten. So, Beleuchtung 1. So, Grundbild. Und dann sollten wir eigentlich Beleuchtung im Zug haben. Ja, die haben wir. Das ist sehr schön. Und ja, soweit sind wir dann eigentlich schon abfahrtbereit. Ziehen natürlich noch ein bisschen die Bremsen an. Und ja, Lichter sind draußen auch schon an. Wir schließen die Türen und warten dann auf Abfahrt. Genau, wir legen natürlich eine halben Fulda ein. Wir werden heute auch nicht die komplette ja, Strecke abfahren. Wir werden zwar nämlich nur bis nach Fulda fahren. Das dauert dann ungefähr 35 Minuten. Grund dafür ist ja, einfach zu wenig Zeit. Aber nimmt es mir nicht übel. Wie gesagt, bis nach Fulda fahren wir. Dann noch ein bisschen Highspeed haben. Und ja. So, dann geht's los. Fahren wir raus hier aus dem Bahnhof von Kassel, war das? Ne, von Würzburg. Da stehen noch haufenweise Baureihe 425, Talent 2 habe ich noch gesehen. Hier auch noch eine Baureihe 146 mit Dosso-Wagen. Also wirklich, hier ist allerhand los, ja. Und ja, wir haben auch einen Doppelteiler. Habt ihr ja schon gelesen. Im Einstiegsvideo habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Und ja, genießen hier einfach mal eine Fahrt hier mit der neuen Lackierung vom ICE 3, der Baureihe 403, und zwar in der RBW-Lackierung. So, kommt auch schon die erste Zwang rein. Und zwar habe ich mich nämlich nicht befreit aus der Probeüberwachung. Das kommt davon, wenn man nach draußen schaut. Aber naja, ist nicht so schlimm. Wir lösen einmal die Störung und lösen die Bremsen damit aus, und dann sollten wir dann eigentlich losfahren können dann wieder. Genau, so, und dann geht es wieder los.
kleiner Schreck. Ist zwar mal blöd für das Video, so eine Zwangsa, aber naja, was will man machen. So, genau, bis nach Fulda sind es 86 Kilometer. Ist ein ordentliches Stück, aber wir dürfen ja dann in kurzer Zeit dann auch auf 240 beschleunigen Brettern dementsprechend dann hier über die Schienen durch. Ja, also das wird relativ zügig gehen. Muss ich überlegen, wie mache ich das Führerstandslicht jetzt hier an? Instrumentenbeleuchtung. Ist das ja auch dunkel? Das habe ich jetzt auch kaputt gemacht. Mal Bockmist gebaut jetzt sicher. Naja, gut. Egal. So, dann sind wir nämlich schon auch drin in der LZB. Dann können wir auch den AFB-Schalter auf ja, Fahrt machen. Dann haben wir ein paar Baureihen 425 abgestellt. In der LZB drin, das heißt, die Signale können wir ignorieren. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd hier, dass das jetzt auf einmal dunkel ist. Warum ist denn das jetzt hier so dunkel? Ich will es doch heller machen. Will aber nicht machen hier. Ich habe den Zug kaputt gemacht mal wieder. So, Punkt CE. Hier sehen wir. Ach, IC3 ist das mit der Klimaschützerlackierung. Gibt es ja schon eine ganze Weile. Wurde ja damals mitgeliefert. Auf der Strecke. Ja, welcher Strecke war das nochmal? Schnellfahrstrecke München-Augsburg, glaube ich. So, dürfen wir auch gleich bis auf 200 beschleunigen. Machen wir uns hier auch ein bisschen Licht an. Das war auch hier im Tunnel mal sehen, haben wir überwiegend Teile Tunnelfahrten. Sage ich jetzt mal, ja, beziehungsweise ganz viele Brückenfahrten. Quer schon mal jetzt hier durch. Ankunft, geplante Ankunft ist 10.02 Uhr. In Hoffnung, das schaffen wir noch mit der kleinen Verzögerung von der Zwangsa, aber ich denke mal, wird schon irgendwie funktionieren. Genau. Ja, ich denke mal, in der kommenden Woche. Oder darauf die Woche werde ich auch nochmal Fahrt machen mit dem IC1 in der Klimaschützerlackierung. Das auf alle Fälle. Ja, genau. Aber ich wollte erstmal mit dem IC3 fahren. Mit dem fahre ich doch noch etwas lieber, weil er einfach mehr Power in der Marsch hat und schneller ist. Aber der IC1 ist natürlich auch ein tolles Gefährt. Gar keine Frage. Genau. Und so viel erstmal dazu. Ja, wie gesagt, 5,99 Euro kostet das. Ihr könnt das natürlich auch im Zusammenhang mit ja, diesen amerikanischen Lokomotiven Gedöns da Lackierungspack und der britischen Lackierungspack zusammen kaufen. Ich glaube für 11 oder 12,99 Euro, irgendwie so war das. Ja, die Fahrzeuge besitze ich zwar und die Strecken auch, aber interessiert mich nicht. Deswegen habe ich mir hier nur für die ICEs das besorgt. Und ich muss immer wieder sagen, ich finde das echt cool, dass ja, der Entwickler DTG auch sowas ja, macht. Ja, viel verändern tut sich halt nicht an dem Zug, muss man ja da fairerweise dazu sagen. Aber es werden immerhin neue Szenarien mitgeliefert und ab und zu auch weitere Fahrplanfahrten. Genau, ich glaube bis jetzt, also Stand 22.03. 2023 gibt es, glaube ich, nur für den ICE1 Szenarien, für den C3 noch nicht, weil es da irgendwie Probleme gab. Dies wird aber dann auch noch nachgeliefert anhand eines kostenlosen Updates natürlich, wenn ihr euch hier die Lackierungen für 5,99 € gekauft habt. Und ich muss sagen, das ist dann eigentlich auch ein ganz guter Preis ja, für so ein kleines Lackierungsupdate, sage ich jetzt mal so. Und ja, für weitere Szenarien. Genau. Ja, ihr habt natürlich weiter Zugriff auf die Standardversionen oder Standardlackierungen. In dem Fall ist es jetzt hier beim CE3. Einmal die normale Deutsche Bahn-Version, dann die Klimaschützer-Version, die ja damals mit rauskam von der Strecke. Na, ich hab's heute schon gesagt. Ich hab's gleich. Genau richtig, München-Augsburg. Und jetzt gibt es hierfür dann für die Strecke Kassel-Würzburg noch einmal ja, eine weitere Lackierung für die Regenbogen.
Flagge, sage ich jetzt mal. Genau, und für den C1 haben wir ja eine normale DB-Variante hier von der, mit dem Zusammenhang mit der Strecke Kassel-Würzburg damals released bekommen. Und jetzt dann noch ja, die Klimaschutzalarierung. Und wie gesagt, ihr habt weiterhin natürlich auf die Standardversion den Zugriff drauf, wenn euch das lieber ist. Genau. Ja, so ist es. Sehr schön. Im Innenraum, glaube ich, hat sich nichts verändert. Also nicht, dass ich wüsste. Habe mich eigentlich hierzu ganz gut belesen. Und ja, mal schauen. Also doch, ich glaube, ich hat sich was verändert. Und zwar hier haben wir auch wieder hier die Displays. Ich glaube, die sind neu. Wenn man nicht alles täuscht. Aber wir sind jetzt nicht 100% sicher. Ist schon eine ganze Weile her, wo ich das mal mit dem C3 unterwegs war. Mit der anderen Version zumindest. Sagen wir es mal so. So, 250 haben wir mittlerweile natürlich auch auf dem Kessel. Und brettern hier lang. Ganz schön nebelig. Aber naja, so ist es. Die Kilometer und die Meter rattern hier runter. In einem Tempo. Das ist sehr schön. Genau. Ja, ich versuche das Video natürlich dann auch am 23.03. zu veröffentlichen. Ich hoffe, das passt alles so. Und dann wird das sicherlich hoffentlich alles klappen. Mal gucken. Ah, wird schon. Irgendwie. Genau. So. Aber das ist ja im nächsten Tunnel rein. So ist es hier auf der Schnifferstrecke. Ist das sonst eigentlich sehr bergig, das Land. Wir haben dabei relativ gerade jetzt gebaut durch die Schnifferstrecke. Mit überwiegend Teil an Brücken und auch Tunnelfahrten vor allem. So. Ja, wir können ja natürlich dann in den nächsten Livestreams uns auch mal ein bisschen mehr mit den ICE-Zügen hier befassen und noch das eine oder andere Szenario fahren. Bei Interesse könnt ihr sehr gerne natürlich in die Kommentare schreiben, beziehungsweise wenn ich live bin, dann auch in den Livestream-Chat. Da sind eure Vorschläge natürlich immer erwünscht und bestmöglich, wenn ja, ich dies vorhanden habe, fahre ich natürlich auch. Genau. So, sehr schön. So, dann geht es wie gesagt erstmal nach Fulda. Dort endet dann auch diese Fahrt für uns. Eigentlich würde sie dann bis nach Kassel-Wilhelmshöhe gehen. Aber wie gesagt, aus zeitlichen Gründen schaffe ich es einfach heute nur noch bis nach Fulda. Es ist auch schon spät. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen machen für einen morgigen Vortrag. Schmerzenlastende Lagerungen. Ja, der Vortrag ist mal fertig und das Handout ist auch fertig geschrieben, aber ich muss noch mal ein paar Stichpunkte machen, dass ich das morgen ja, versuchen kann, bestmöglich rüberzubringen. So sieht es nämlich aus. Ja, und dann muss ich auch schon wieder ins Bett, weil ich muss morgen früh zeitig raus, um in die Schule einzugehen. Um fleißig zu lernen. Naja, so ist es. Kann man das nicht ändern. So. Genau. Ja, dann kommt ja noch die Delta-Taiwan, die ja als nächstes released wird. Und dann ist soweit erstmal Feierabend hier im TSB 3. Abgesehen, dass weiterhin am Sound gearbeitet wird an der Baureihe 187. Dass TSG weiterhin in Entwicklung oder bei der Entwicklung ist von der Baureihe 420 und der Baureihe 232. Ja, genau. Tja, dann bin ich mal gespannt, was dann DTG dann als nächstes ankündigt an weiteren Strecken. Vielleicht ist ja dann auch die eine oder andere deutsche Strecke damit dabei. Oder vielleicht ja, geht es ja auch mal nach Frankreich wieder oder ja, in die Schweiz oder was auch ganz cool wäre, wenn mal Österreich. Wäre auch ganz cool. Aber wenn es dann nach Deutschland gehen sollte, würde ich mich wirklich, wirklich darüber freuen,
wenn es dann eine Strecke ist, die irgendwo Berlin ist. Genau. Das wäre schon wirklich, wirklich super. Wie ich das schon öfters gesagt habe in anderen Videos und auch im Livestreams, so viele tolle Strecken in verschiedenen Bundesländern, aber das Land Berlin-Brandenburg fehlt mir einfach. Vor allem Berlin, Hauptstadt von Deutschland. Da ist noch gar nichts da. Auch gar nichts. Aber vielleicht wird es dann mit der nächsten Strecke vielleicht geändert. Mal gucken. Mal schauen. Wir lassen uns überraschen. So, haben wir einen Ankunft für 200 bekommen hier, aber der AfW macht ja die wunderbarste Arbeit. Auf die ist halt das hier. Sehr schön. Ach, war sehr schön. Ach, mit der LZB meinte ich, mein Gott, LZB, nicht AfB, LZB. Das ist immer wieder sehr schön mit der LZB zu fahren. Ich liebe es. Ist immer sehr schön entspannt, wo ich mich zurückleben kann. Und nur die Siefer drücken brauche und einfach irgendein Stuff erzählen kann. Ja, so ist es. Das macht mich glücklich. Aber ich mag es natürlich auch, mit den alten Fahrzeugen dabei zu sein, wo man wirklich Hand anlegen muss, wo man volle ganze Konzentration braucht und jeden Arbeitsschritt ja, überdenken sollte, ob man den wirklich tätigen wird manchmal. Auf der linken Reihenstrecke. Da gab es so manchmal seine Probleme, vor allem mit der Baureihe 110 und das mit Berganfahren. Oh ja. Aber naja, so ist es halt. So ist es. So, es ist auch schon ein bisschen heller geworden, schon vorhin. Ich hoffe, dass das Wettersystem dann auch langsam mal in den Griff bekommen wird. Das war ganz cool. Aber es wäre ganz cool, wenn dies wirklich in den Griff bekommen würde, wollen, sein, hätte, tun. Eben halt. So sieht's aus. So, jetzt gleich einen nächsten Tunnel hier. Ja, sehr cool, die Augen so ein bisschen brauchen, um das Licht zu erkennen. Ah, wie es halt in der Realität ist. So ist es. So ist es. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues, was bekannt ist. Abgesehen, dass es für den Train Simulator Classic eine Strecke rauskam, und zwar die Rudolfsbahn von RSSLO. Dazu gab es auch schon einen Livestream und ein Video, was ich gestern hochgeladen habe. Also könnt ihr euch sehr gerne nochmal anschauen hier auf meinem Kanal. Für die Leute, die es interessiert, zumindest. Keine Zwangsbremsung. Das kannst du aber knicken, meine Freundin. Das kannst du knicken hier. Ich habe ja nicht mal Warnsignalton bekommen hier. Oh, was haben wir draus gerettet hier? Na. Also Ferien kann ich mich selber. So, genau, wo war ich stehen geblieben? Genau. Die kam gestern raus. Dazu kam gestern ein Video, mein Gott. Auf meinem Kanal nochmal online. Könnt ihr euch sehr gerne euch nochmal anschauen. Bei Interesse. Und ja. So ist es, meine Freunde, so ist es. So, und an den Tag, wo dieses Video hier erscheint und ihr es wahrscheinlich euch angucken wird, sollte eigentlich meines Gewissens nach eigentlich auch die Neandertalbahn rauskommen im Zusammenhang mit der Baureihe 628. Auch sehr gespannt. Ja, war doch eigentlich am 23.03. Wenn mich alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, mal schauen. So, aber ich muss echt sagen, diese Woche und letzte Woche war es so anstrengend. Schule und dann haufenweise Releases von neuen Strecken und Fahrzeugen und so weiter und so fort. Alter Falter, wirklich. Also, so ordentlich zu knebeln gehabt. Aber das, was ich geschrieben habe, habe ich gute Noten drauf bekommen. Also, bin ich zufrieden. Die Videos kommen auch weiterhin gut bei euch an. Also, aber bin dann nur noch diese Woche in der Schule. Ich werde nächste Woche arbeiten. Da kehrt wenigstens ein bisschen Ruhe ein. Hallo, bitte. So sieht es aus. So, schlängeln wir uns hier lang. Hier links noch eine Bundesstraße, die kurz
an uns waren. Wir fahren ja mit 250 und wir wollen alles. Das ist immer wieder ein schönes Gefühl. Muss man ja mal sagen. So, wir sind auch nur 40 Kilometer bis nach Fulda, also es geht da wirklich um die Zucki hier. Ah ja, gut, fahren wir mit 250 überwiegend Teil, also geht schon. Ja, wir haben natürlich auch eine Steigung von aktuell 1,3%. Der ICE 1 hätte zu kämpfen gehabt, der ICE 3 schlägt sich hier wacker. Also wirklich ohne Probleme. Sehr schön. So, dann geht's schon rein in die nächsten Tunnel, ja? So, genau, natürlich Link zu dieser neuen Lackierung für die IC3 und die IC4. Das ist unten natürlich ein Link. Da könnt ihr euch dieses Produkt euch dann gerne kaufen. Für einen Preis von 5,90 € oder 6,90 €. Aber ich glaube, es waren 5,90 €. Und wie gesagt, es ist die Regenbogenlackierung für den IC1 und die Klimaschutzlackierung für den IC2 mit drin. Genau. Ach ja. So ist es. So ist es. So ein geiles Gefühl hier. 250, ich liebe es. Immer wieder gerne. Fourth Austrian sehr viel hier auf der Strecke, bin ich unterwegs. Ist auch so, finde ich, so mit einer meiner Lieblingsstrecken für Güterverkehr. Muss ich fairerweise dazu sagen. Macht schon wirklich, wirklich Spaß. Gut, muss man heute mögen, ne? Davon abgesehen, aber. Ich finde einfach dieses Feeling auch geil, mit dem ICE hier so mit 250 lang zu brettern, dass man 170 Kilometer knapp innerhalb von einer Stunde und 10 Minuten circa runterrattern kann hier. Also ist schon wirklich, wirklich, wirklich ein gutes Gefühl. So ist es. Was mal ganz cool wäre, wenn es jetzt noch so eine Ausbaustrecke geben würde, also wo die Strecke dann verlängert würde, zum Beispiel von Würzburg dann nach München oder irgendwie so, wäre ganz cool. Aber dass es eben halt eine separate Strecke ist, dass man dann einfach so rüber zwitschen kann, dann zum Beispiel auf der anderen Strecke und sagt, gut, bin jetzt auf der Strecke von hier bis da gefahren und auf der anderen Strecke fahre ich dann weiter von dort bis dorthin. Wäre auch ganz cool. Aber mal gucken, was so zukünftig noch kommt. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir dann dieses Jahr neuen TSW-Teile bekommen oder neuen TSW-Titel. Vielleicht TSW 4. Mal schauen. Und vor allem, was dann dort damit geliefert wird. Ja, mal schauen. Aber ich weiß es nicht, aber ich glaube noch nicht so richtig dran, dass wir einen neuen Titel bekommen, weil die Community ja wirklich, wirklich zufrieden ist, soweit mit diesen Spielen. Das Einzige, was wirklich viel nachgefragt wird, ist, dass für die Strecken, also für eigentlich alle Strecken, Ansagen mit dem Spiel reinkommt. Und die Nachfrage von einem Multiplayer ist auch wirklich sehr, sehr hoch. Also ich würde mir auch einen Multiplayer wünschen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es bestimmt extrem schwierig ist, dies umzusetzen in eine sehr realistische Zugsimulation. Aber das wäre wirklich schon sehr, sehr, sehr cool und würde, glaube ich, dieses Spiel auch gleich noch attraktiver machen. Würde ich mal vermuten. Ja. Keine Ahnung, aber mal schauen, wo der Weg noch lang geht und vor allem, was da noch so für Strecken rauskommen und natürlich auch Fahrzeuge. Aber ich hoffe jetzt auch,
dass die nächsten deutschen Strecken dann wieder so ins Modernere gehen, weil jetzt die letzten zwei Strecken, oder eigentlich besser gesagt die letzten drei Strecken so gesehen, ne, also Nillertalbahn, linke Rheinstrecke und Bremen-Oldenburg, war jetzt ja doch eher so vom Rollmaterial und teils der Strecken, also Nillertalbahn und linke Rheinstrecke auf alle Fälle, so in den 90er Jahren angesiedelt. Bremen-Oldenburg ist, glaube ich, eher angesiedelt, aber mit alten Fahrzeugen oder Mischmasch, ne, und hat den N-Wagen und der Baureihe 110. Genau, dass es dann vielleicht ins Modernere geht und ja, vielleicht dann einen neuen ICE mal mit reinkommt. Freuen würde ich mich natürlich, wenn es den ICE 4 geben würde, den ICE T, den ICE 3, Vilaro D und den ICE 2, also so, dass die ganze ICE-Flotte da irgendwann mal komplett ist. Aber auch, ja, die eine Baureihe 193, also eine Vectron, würde ich mich freuen, Baureihe 147 oder die Zero HC. Mal schauen. Mal schauen, was da alles noch so kommt. Mal schauen. Oder auch Baureihe 189, wäre auch ganz cool. Gibt es auch noch nicht. Naja, es gibt auch sämtliche Fahrzeuge. Würde mir auch sehr wünschen, wenn es da mal das City-Steuerwagen geben würde. Dass es dann auch die Baureihe 120 ist, dann hier mit ins Spiel schafft. Würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Aber wie gesagt, abwarten, Tee trinken, alles nach und nach. Das ist natürlich ein großer Arbeitsaufwand und kostet viel Zeit, sehr viel Energie und vor allem sehr viele Nerven, solche Strecken zu bauen, auszugestalten, dann über 100, teilweise 200 Fahrplanfahrten mitzuliefern, Szenarien, Trainingsmodule und so weiter und so fort, ist doch schon sehr komplex. Aber ich würde sagen, dass ich gehe davon aus, dass auf alle Fälle zwei deutsche Strecken dieses Jahr noch released werden. Tendenz steigen sogar auf drei Strecken. Drei deutsche Strecken. Also wirklich wünschen würde ich mir wirklich eine Strecke irgendwo im Raum Berlin. Und was ich auch sehr cool finden würde, wäre so eine grenzüberschreitende Strecke. So Deutschland-Österreich oder Deutschland-Frankreich oder Deutschland-Polen wäre auch mal was ganz Neues. Gibt es, glaube ich, meines Gewissens nach in Train Simulator, glaube ich, auch noch nicht. Ja. Oder hier oben im Norden mit Deutschland, Dänemark. Da zum Beispiel. Ja, mal gucken. Mal gucken. Oder irgendwie so auch mal nach Amsterdam oder irgendwie so, also in die Niederlande rein. So Köln, Niederlande oder irgendwie so. Also von Köln nach Amsterdam, zentral oder so. Wäre auch ganz cool. Aber mal abwarten. Mal schauen. So, 200 haben wir auf dem Kessel. Sind auch nur 7,4 Kilometer. Sind wir schon wieder im Fulda. Und dann haben wir dann ja, die Fahrt dann für heute hier auch schon wieder geschafft. Und das Spektakel ja uns hier nochmal uns ein bisschen von außen angucken hier. Da schön Regenbogen ICE, da sieht man auch Deutschland. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie viele Arten es davon gibt. Aber ich denke mal, so viele werden es nicht sein. Hat auch den Namen München, der ICE. Ja. Sieht aber nicht schlecht aus, muss man ja sagen. So, kommen natürlich auch wieder sehr früh an. Das ist sehr schön. Ich denke mal so 56, 57 werden wir da sein. Da haben wir uns ja lange Zeit hier, um umzusteigen. Ich werde jetzt auch den Fahrthebel mal auf Nullstellung stellen und uns ausrollen, also dass wir uns ausrollen lassen können, beziehungsweise die A4 bremst uns ja, die ECB, mein Gott, bremst uns ja gerade weiterhin runter. Hier ist angekündigt 40. Wundervoll. Und dann sind wir dann gleich im Fulda. Ja, ich hoffe zumindest, das ist ein netter Einblick gewesen hier von dem neuen ICE hier oder vom neuen alten mit der neuen Lackierung hier. Finde ich sehr schön, wie gesagt.
cool, dass es sowas gibt. Und ja, schreibt mir natürlich gerne mal eure Vorschläge, also das oder eure Wünsche für den TSB 3 mal gerne mit unten in die Kommentare, würde mich natürlich sehr interessieren. Ja, und dann werden wir mal schauen, was dann so dieses Jahr, ja, im Jahr 2023 noch so auf uns zukommen wird. Genau. Mal schauen. So, dann können wir 100. 185 mit Hardys Wagen. Ah, sehr schön. Klappt ja wie Länderspiel. Ärgerlich war jetzt wieder die Zwangsam am Anfang, aber naja, was will man machen, ne? Was will man machen? Steht da vorne Talent? Ein Talent 2 Baureihe 442 haben sie dabei. So, Halter warten. Wollte ich auch gar nicht mehr machen hier. Macht ja alles die LZB für uns. Ja, Hamsterbacke, moin. Sei gegrüßt. Kollege Knirschu. So. Da haben wir den Bauer von Fulda. Und haben einen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Steht auch nochmal ICE 3. In der DB-Lackierung, ne? So ist es ausschaut. Ah ne, auch in der Regenbogenlackierung. Ich würde gerne mal wissen, wie viele wie viele ICE-Typen es mit dieser Lackierung gibt. Würde mich ja wirklich mal interessieren. So. So, einfach mal ein bisschen mit hier mit den Bremsen. Müssen sowieso relativ weit vorne halten, sind ja eben lang heute hier. Davon mal abgesehen, ja, wird schon schief gehen, ne? So. Okidoki. Okidoki. So, wir machen die Türen auf. Wir werden jetzt hier noch die Federsprecherbremse einmal anlegen. Jo, steigen dann mal aus, weil wir machen heute Feierabend. Fährt auch noch der Gegenzug ab. Ah, hinten hat er normale Klimaschützerlackierung. Ja. Interessant. Ja. So, gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal aus. Und dann sind wir hier im Fulda angekommen. Und damit würde ich auch sagen, war es das auch von dieser Fahrt hier. Ich hoffe euch, ja, hat diese kleine schöne Fahrt hier mit dem neuen ICE 3, der Baureihe 403 RBW, der RBW-Lackierung gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt mir gerne ja, eure Wünsche für den TSB 3, ob das Strecken, Verbesserungen allgemein fürs Spiel, Fahrzeuge sind. Gerne mal mit unten in die Kommentare rein. Und ja, schreibt natürlich auch gerne mal eure, ja, oder lasst euch gerne mal euren Feedback da hier zu dieser Lackierung und den Aufgaben oder besser gesagt Szenarien, die ja mitgeliefert werden, die neuen. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich raus. Kanal nicht abonnieren. Alles klar, genau, Kanal nicht abonnieren. Ihr könnt natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich natürlich sehr darüber freuen. Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos oder Livestreams mehr hier von mir zu verpassen. Und ja, genau. Ja, und schaut gerne auf Instagram, Discord vorbei, alle Links unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, euer Schlossmann Lenkos. Allzeit gute Fahrt hier im TSB 3 und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.